ich bin's, euer Polizistenschreck. Ich schub's euch schon um, während ich selbst noch im Matsche steck. All cops are beautiful. Aber euer Einsatz in Lützerath war echt nicht cool. Lasst uns nach Corona die Freude wieder entdecken. Denn das Virus interessiert nun wirklich keinen mehr. Dafür macht der Putin uns jetzt das Leben schwer. Die Angst vor einem Blackout ist in der Bevölkerung erwacht. Ach nee, warte kurz. Die haben sich CDU, CSU und AfD nur ausgedacht. Ein Schlammschlag vom Feinsten führen alle drei Parteien kaum noch auseinanderzuhalten für den Laien. Kleine Paschas, Sozialtourismus, heißer Herbst und Klimaterroristen. Aber bloß kein Wort zu den Rechtsextremisten. Von christlich oder Demokratieverständnis fehlt jede Spur. Aber den Führerschein zum Populisten bestehen Söder und Merz mit Bravour. Nein, ehrlich, die Opposition scheint der Union nicht ganz zu bekommen. Statt Inhalten hat man von ihr im letzten Jahr nur Ampelbashing vernommen. Aber die Ampel ist auch in keinem besonders guten Zustand. Ja, für viele sogar eine Schande für unser schönes Land. Zwischen Habeck und Lindner ist ständig Streit, aber der Kanzler hat für sowas keine Zeit. Geht ihm die Streiterei mal wieder ordentlich gegen den Strich, der Olaf auch gern mal ein Machtwort spricht. Laufzeitverlängerung, Doppelwumms und Zeitenwende und doch spricht das Schweigen des Kanzlers Bände. Wo ist der Kanzler, fragt man sich in diesen Tagen oft. Eine Antwort auf wichtige Fragen man sich vergeblich erhofft. Schnell fragt man sich dann, ob der Kanzler überhaupt noch Antworten liefern kann. Ja. Könnte ich. Ja, er kann. NRW, die Grünen, haben einen Kohleausstieg bis 2030 vollbracht. Die Klimabewegung aber anders reagierte als gedacht. Wie Unschuldslämmer stehen Robert Habeck und Mona Neubauer jetzt da. Man hätte ja nicht gewusst und bla bla bla. Doch was ist es, dass die Klimabewegung so auf den Gipfel treibt? Das kann ich euch sagen, denn die Kohle und der Lützerath bleibt. Die Bundesregierung hat seit 1991 kein einziges Klimaziel mehr eingehalten. Aber die Klimakleber doch würden die Gesellschaft spalten. Aber wer sind denn die eigentlichen Kriminellen? Das sind doch die, die die KlimaaktivistInnen in die falsche Ecke stellen. Klimakleber, RAF und kriminelle Organisationen. Den demokratischen legitimierten Aktivistis in Bayern vorbeugehaft drohen. Als könnte man die Klimakrise mal eben kurz pausieren, lässt sich die Politik von der fossilen Lobby schmieren. Und liebe Leute, was soll ich euch noch sagen? Wollen wir uns weiter mit diesem Pack herumschlagen? Oder wollen wir aufstehen und denen da oben unsere Meinung geigen? Eine Mehrheit, die sich erhebt, anstatt weiter zu schweigen. Die Zukunft ist in Gefahr, kompetente PolitikerInnen sind aber rar. So müssen wir ihnen zeigen, wie das geht. Dennoch, liebe Leute, ist es ganz sicher nicht zu spät. Also kommt alle mit uns auf die Straßen am 3. März, dann geht's mit dem Klimaschutz in Deutschland ganz bestimmt auch wieder aufwärts. Hello und Allah!